liebe Zuschauer, willkommen im Europa-Park-Stadion. Willkommen zu diesem Spiel. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. SC Freiburg gegen Bayern München. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Willkommen im Europaparkstadion, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie bei gutem Fußballwetter ganz herzlich zu diesem Spiel. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. SC Freiburg gegen Bayern München. Das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung. Glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Joshua Kimmich spielt mit Rafael Guerreiro in der Abwehr. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Und los geht's. Müller. Die Riesenchance von Müller. Gehalten, stark gemacht. Der Ball kommt rein. Gut geklärt. Und der lange Ball zu Kane. Ja, den muss er besser klären. Guerreiro. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Jetzt haben sie den Ball. Goretzka. Kimmich. Da ist die Flanke. Bringt die Flanke unter Kontrolle. Klasse Aktion. Blockt den Schuss erstmal ab. Musiala. Flanke soll zu Harry Kane. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Rafael Guerreiro. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Thomas Müller jetzt. Pass zu Kimmich. Jetzt die Hereingabe. Ball kommt an den langen Pfosten. Nein, keine gute Befreiung hier. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschuss. Den musst du erstmal rausholen. Ecke kommt in den 16er. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Ball bleibt hängen, Angriff erstmal zu Ende. Kimmich.
Guerrero. Okay, den muss er machen. So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, es machen sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Tor im 1 gegen 1. Wunderbar gelöst. Sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Eiskalt, nervenstark. Und so ein Tor, das ist gar nicht mal so leicht. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Den Ball holt er gut verteidigt. Angriff über Musiala. Thomas Müller. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Das wird gefährlich. Oh, misslungene Befreiung hier. Harry Kane. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Da kommt noch mal das Tor in der Wiederholung. Schön diesen Pass abgefangen. Jetzt könnte der Pass kommen. Er schießt. Da passt der Torhüter auf. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Ecke kommt. Jetzt wird das frühe Stören. So. Neuer Held, Ball noch im Spiel. Und damit war es das erstmal da hinten. Kimmich. Kimmich gibt den Ball her. Ja, ein guter Steilpass hier. Ganz enge Kiste, abseits. Oh, da dachte ich schon, das war richtig gut. Der Steilpass, klasse, aber die Szene wird abgepfiffen. Da ist die Balleroberung. Die erste Hälfte ist damit vorüber. Wir schauen auf Harry Kane. Der hat viel gezeigt in Durchgang 1, oder? Sie führen und das Führungstor, das war natürlich unheimlich wichtig. Darauf können Sie jetzt nach der Pause aufbauen. Gute Leistung bisher, kann sie immer wieder mitreißen. Knappe Führung für die Bayern. Der Ball rollt wieder. Wir gehen rein in Durchgang 2. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Manuel Neuer ist da und verhindert den Gegentreffer. Kein Problem für den Nationaltorhüter. Es ist nicht zu übersehen, sie brauchen mehr Torchancen, wenn das heute noch was werden soll. Wenn sie die Niederlage abwenden wollen, dann müssen sie vor allem in dieser Hinsicht eine Schippe drauflegen. Jetzt müssen sie erstmal in der Defensive aufpassen. Musiala, da ist der Treffer für die Münchner. Da
schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen. Das ist eine tolle Technik. Drin ist der Ball unhaltbar. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Goretzka. Guter Pass hier von Goretzka. Mit Auge, mit viel Routine, tolle Parade, macht sich lang. Und der war nicht so einfach. War ein guter Ball, aber die Parade war noch besser. So, Ecke kommt. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Der Angriff könnte was werden. Und so geht der Ball natürlich nicht rein. Manuel Neuer ist da. Kimmich. Goretzka. Das ist natürlich ein guter Pass. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Erstmal Ballverlust. Guerrero. Harry Kane. Musiala mit dem Ball. Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Kimmich führt aus. Ah, er kann klären. Müller. Gutes Technik. Die Gäste führen hier klar, wir sind mittendrin in der Schlussphase. Die Bayern gehen einem ungefährdeten Sieg entgegen, wenn hier nicht allzu viel passiert. Ja, was soll da noch passieren? Klasse Spiel der Münchner. Philipp, kein Problem, ganz sicher. Vielleicht ist diese Ecke die Chance, noch mal zu verkürzen. Die Fans geben alles. Die Bayern wechseln. Kurze Ecke jetzt. Flanke kommt rein. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Flanke von Harry Kane. Da wollen sie unbedingt im Ballbesitz bleiben. Sowas sieht kein Schiri gerne. Und Buschi, ich sag's dir ganz ehrlich, aber ich kann die Entscheidung des Unparteiischen nicht nachvollziehen in dieser Szene. Bin ich ganz bei dir. In der Situation nur gelb zu geben, ist einfach falsch. Sie wechseln aus. Da ist die Chance. Tolle Parade. Er verhindert das Tor. Dabei kam der Freistoß gar nicht schlecht, Wolf.
Guerrero. Vielleicht die Konterchance. Die Bayern mit dem Ballverlust. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Tolle Chance, schön platzierter Ball, am Ende einfach kein Glück. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Goretzka gibt den Ball her. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieger dieser Begegnung heißt Bayern München. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist.